Schloss birgt wahrlich viele Geheimnisse. Es sieht sehr originalgetreu aus, akkurat. Das hat eine Menge Arbeit gekostet. Da scheint ein Teil zu... Moment. So. Hör auf, rumzujammern! Hör auf, rumzujammern! Was ist das? Warte! Der Junge! Haben Sie ihn gesehen? Wo ist er hin? Hab ich dir nicht verboten, mich im Herrenzimmer zu stören? Nein! Ist alles in Ordnung, Sir? Was ist passiert? Was ist passiert, David? Der Junge. Da war Blut und... Er stieß ihn hinunter. Wer? Wen haben Sie gesehen? Ihn. Was sagten Sie gerade, Sir? Ist schon gut. Sie sind wie Ihr Vater. Sie können sie auch sehen, oder? Ich habe schon als Kind im Schlaf vor mich hingeredet. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Das arme Mädchen ist ja völlig verängstigt. Natürlich, Sir. Verzeihung, Sir. Mein Vater. Was hat er zu sehen geglaubt? Es steht mir nicht zu, das zu sagen, Sir. Aber... Nur weiter? Mit Verlaub, Sir. Sie sollten fortgehen. Dieser Ort hat Ihren Vater in den Wahnsinn getrieben. Wahnsinn? Hat er gesagt, was oder wen er gesehen hat? Ich weiß es wirklich nicht, Sir. Am besten dränge ich sie nicht zu sehr. Sie hat schon genug Angst vor mir. Verzeihung, wie war nochmal Ihr Name? Elsa, Sir. Elsa Crennan. Oh, und Master Andrew fragte, ob Sie zu ihm in die Bibliothek kommen möchten. Nach dem Frühstück natürlich. Vielen Dank, Miss Crennan. Drei.
Reiß dich zusammen, David. Waren es diese Erscheinungen, die meinen Vater aus dem Schloss trieben, als er jung war? Kehrte er ihretwegen zurück? Er muss etwas in den Familienchroniken gefunden haben, von denen er sprach. Niemand sonst hat den Jungen oder den alten Mann gesehen, der wie mein Großvater Edward aussah. Aber es fühlte sich real an. Mehr noch als die Tagträume, die mich als Kind plagten. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Jungen je gesehen zu haben. Eine verblasste Erinnerung vielleicht? Soweit ich weiß, war ich noch nie zuvor in diesem Schloss. Elsa weiß mehr, als sie mir sagen will. Und sobald du in der Küche fertig bist, geh den Keller säubern. Die Spinnen haben dort ein Nest gebaut. Ein ziemlich großes sogar. Sie krabbeln überall herum. Ah, Master David. Wie schön, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehren. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Ich habe einige schottische Delikatessen für Sie zubereiten lassen. Blutwürste, Haggis, Rühreier mit Rehhirn und Bacon. Ich habe das Reh selbst in unserem Wald geschossen. Mutter mochte Gerichte mit Innereien nie besonders. In diesem Fall wäre ihr etwas entgangen. Das war köstlich. Vielen Dank. Unsere Spezialitäten müssen jemandem, der aufgewachsen ist wie Sie, seltsam vorkommen. Ich bin in Indien aufgewachsen. Mein Begriff von seltsam ist recht weit gefasst. Ja, Master David? Haben Sie Ihr ganzes Leben für die Familie gearbeitet? Ja, Master David. Abgesehen von meiner Militärzeit in Swasiland. Sie haben in Südafrika gedient? In der Tat, Sir. Während des Burenkrieges. Doch Sir Edward schritt ein und ich konnte unverletzt aus diesem höchst sinnlosen Konflikt heimkehren. Eine Frage. Das Hausmädchen. Sie scheint nervös zu sein. Als hätte sie Angst vor mir. Sie hat vor allem Angst, die Gute. Sie halten nicht viel von ihr? Nein, Sir. Und wenn ich so frei sein darf, ein Ohrring von Lady Gordon ist verschwunden. Verdächtigen Sie das Mädchen?
Es steht mir nicht zu, das zu behaupten, Master David. Und doch scheint mir, das hast du gerade. Wenn ich ihm den Ohrring gebe, wird er ihn als Ausrede nutzen, um das Dienstmädchen zu schikanieren. Nicht, dass er mir je vertrauen wird. Er ist Lady Margaret, treu ergeben. Wie viele Angestellte gibt es? Heute nur noch meine Wenigkeit, das Dienstmädchen und Rory, den Gärtner. Ich schätze, man könnte den Anwalt noch dazu rechnen, wenn man das Arbeit nennen kann. Nicht viele für so ein großes Haus. Wenn Sie mehr Personal einstellen möchten, werde ich mich nicht beschweren, Sir. Natürlich ist nicht jedermann dazu geeignet, in diesem Haus zu arbeiten. Wohlan, einen schönen Tag noch. Sehr wohl, Sir. Elsa weiß mehr über meinen Vater, als sie mir zu sagen wagt. Ich sollte mir jetzt ihr Vertrauen verdienen. Denn vielleicht kehrt sie ins Dorf zurück, wenn das Wetter aufklart. Elsa weiß... Sie raucht Pfeife? Ich dachte, das wäre unter ihrer Würde. Miss Crennan? Wird darin nicht gekochtes Essen transportiert? Wie kommt da Blut hinein? Ach, das kleine Ekel dachte, es wäre lustig, eins seiner toten Tierchen hineinzulegen, um mir Angst zu machen. Er sollte sie im Keller lassen und... Verzeihung, Sir. Es steht mir nicht zu, so zu sprechen. Haben Sie je mit meinem Vater geredet? Ich habe hier gearbeitet, als er... Das heißt, ich... Nur zu, bitte. Ich denke nicht, dass das angebracht wäre, Sir. Lady Margaret hat gesagt... Verzeihung, Sir, ich muss weiterarbeiten. Sie hat vor Margaret noch mehr Angst als vor dem Butler. Armes Mädchen. Wieso ist die Tür zum Dachboden verschlossen? Fragen Sie am besten Angus, Sir. Ich gehe so gut wie nie dort hinauf. Die bloße Erwähnung des Dachbodens jagt ihr Angst ein. Was ist dort oben? Ich glaube, Sie haben den hier vielleicht verloren. Oh, Sir! Oh, vielen Dank, Sir. Ich wollte mich nur damit im Spiegel betrachten. Es war keine Absicht. Ich habe ihn verloren, Sir. Ich hatte Angst, es Ihrer Ladyschaft zu sagen. Sie kann sehr aufbrausend sein. Was werden Sie damit machen?
Wenn ich ihn heimlich in den Salon bringen kann, denkt Ihre Ladyschaft vielleicht, sie hätte ihn dort selbst verloren. Wie ich Sie bislang kennengelernt habe, bezweifle ich stark, dass Ihre Ladyschaft das denken wird. Möchten Sie, dass ich Sie in den Keller begleite? Es würde sich nicht ziemen, den Hausbesitzer darum zu bitten, Sir. Nun, ich bin noch nicht der Besitzer. Und Sie haben nicht darum gebeten. Sehr freundlich von Ihnen, Sir. Ich helfe gern. Ich sage Ihnen, wenn ich bereit bin, Sie dorthin abzubegleiten. Was ist meinem Vater hier zugestoßen? Tut mir leid, Sir. Sie sind nicht wie die anderen hier. Oh, Sir, es gibt Dinge, die Sie wissen sollten, aber ich brauche diese Arbeit wirklich. Sie weiß etwas, aber wie kann ich Sie überzeugen, mir zu vertrauen? Ich lasse Sie dann mal weiterarbeiten. David, ich kann leider nicht hier sein, um Sie herumzuführen. Da das Telefon im Schloss aufgrund des nächtlichen Sturms nicht funktioniert, musste ich ins Dorf fahren, um mein Büro zu kontaktieren. Nach meiner Rückkehr werde ich Ihnen die Kapelle zeigen, wo Sie Ihrem Vater die letzte Ehre erweisen können. Gruß, Andrew Harrison. Oder ich gehe einfach selbst zur Kapelle, sobald das Wetter aufklart. Lady Margaret. David? Darf ich mich für mein seltsames Verhalten gestern Abend entschuldigen? Es ist nur... Das ist nicht nötig. Du warst offensichtlich erschöpft von der Reise. Lass uns nicht weiter davon sprechen. Ich will ihr nicht noch einen Grund geben, mich für verrückt zu halten. Die Frage mag ungewöhnlich erscheinen. Es würde mich überraschen, wenn nicht, mein Junge. Bin ich schon jemals hier gewesen? Ist es möglich, dass ich als Kind zu Besuch war und mich nicht mehr erinnern kann? Nein, du bist diesen Mauern fremd. Und ich habe das Gefühl, es wäre ihr lieber, wenn es so bliebe. Was für ein Mann war mein Großvater? Oh, er war wunderbar. Er war attraktiv. So attraktiv und fürsorglich. Fürsorglich genug, um ein wehrloses Kind die Treppe herunterzustoßen. Alles war so anders, als er noch lebte. Das Dienstmädchen, sie benimmt sich ein wenig seltsam. Als hätte sie Angst vor mir.
Ja, nun ja, sie ist ein einfaches Ding. Vielleicht hat sie von dem Fluch der Gordons gehört, über den die Einheimischen schnattern. Fluch? Was für ein Fluch? Nur ein Bauernaberglaube. Ich vermute, sie hat Angst, dass du die gleiche unberechenbare Gewalt an den Tag legen könntest wie dein Vater. Vater schien mir nie einen Hang zur Gewalt zu haben. Oh, es gibt viele Dinge, die du nicht über deinen Vater weißt. Das ist sein Werk. Was? Aber wie? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen, David. Und das Dienstmädchen sollte besser seinen Mund halten und den Ohrring finden, den es verlegt hat. Bei glänzenden, teuren Dingen ist sie wie eine Elster. Ich darf mich zurückziehen, Lady Margaret. Du darfst. Oh, und David, der Herr des Hauses sollte die Privatsphäre jener unter seinem Dach respektieren. Selbst dein Vater hat das verstanden. Manchmal ist ein Schreibtisch mit Absicht verschlossen. Ich habe ein paar Dokumente gesucht. Andrew war bereits zu Bett gegangen. Trotzdem würde ich es schätzen, wenn du die Regeln dieses Hauses respektiertest. Du bist immerhin noch nicht sein Besitzer. Ich schätze, er hält nicht viel von Smalltalk. Es funktioniert. Ist es repariert worden? Oder hat Andrew mich angelogen? Mit mir zu reden macht sie sehr nervös. Und im Moment habe ich keine Fragen an sie. Elsa weiß mehr über meinen Vater, als sie mir zu sagen wagt. Ich sollte mir jetzt ihr Vertrauen verdienen. Denn vielleicht kehrt... Sollen wir?
Mal sehen, was sich hier unten finden lässt. Es mag brutal erscheinen, aber einen so großflächigen Befall kann man nur mit einer ordentlichen Ladung Feuer bekämpfen. Näher gehe ich nicht heran, sonst krabbeln sie noch überall auf mich. Ich muss sie irgendwie alle auf einmal aus sicherer Distanz ausschalten. Wie grausam von Mr. McKinnon, sie allein hier runterzuschicken. Das Wasser des Lebens. Einige der Whiskys stammen von örtlichen Destillerien. Reiner Alkohol. Nicht sonderlich schmackhaft, aber gut zum Reinigen. Und für Zaubertricks. Sieht frisch aus. Master Eddies Werk. Er und Mr. McKinnon haben es vorhin dorthin gehängt. Armes Tierchen. Eddie, ein weiteres Familienmitglied, das ich noch nicht kenne. Eine Menge Blut für ein einziges Tier. Nicht der hygienischste Arbeitsplatz. Eine Jagdkarte. Sieht aus, als hätten sie außerhalb des Gordon-Anwesens gewildert. Es mag brutaler. Treten Sie näher! Sir? Was haben Sie... Mein Gott! Das ist erstaunlich! Tut das nicht weh? Ein kleiner Trick, den ich in Indien gelernt habe. Ein letzter Feuerstoß. Hat dich das erschreckt, Elsa? Ich wollte nicht. Und Sie sind? Edward Mallory. Du kannst mich Edward der Dritte nennen. Das ist also Cousin Eddie. Er scheint... Willkommen in meinem Schloss. So furchtbar zu sein wie die anderen. Dein Schloss, ist das so? Schön, dich kennenzulernen, Eddie. Deine Eltern müssten also meine Tante Clara und mein Onkel Victor sein. Sind sie... Tot? Mausetot, alle beide. Reizend. Du hast dein ganzes Leben hier verbracht. Also hast du meinen Vater kennengelernt? Erst als er schon nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn schon viel früher in die Anstalt gesperrt. Ihn eingesperrt? Was habt ihr überhaupt hier unten zu suchen? Es gibt eine Grenze zwischen Ehrlichkeit und Unhöflichkeit, die Cousin Eddie nicht zu kennen scheint. Ich habe Miss Crannon geholfen. Oh, wieso hast du mich nicht gefragt? Verzeihung, Sir. Sirs, ich muss gehen. Du willst schon gehen? Hab ich was Falsches gesagt? So benehmen sich die kleinen Leute in Anwesenheit des Adels oft. Du hast was von einer Anstalt gesagt? Hab ich? Oh, du weißt es gar nicht. Also? Ist ja auch egal. Nun, ich muss noch ein Tier zerlegen. So langsam reicht es mir, dass jeder in diesem Haus meinen Fragen ausweicht.
Es gibt etwas, das Sie wissen sollten, Sir. Etwas Wichtiges. Ich habe Sie reden gehört und... Du wirst fürs Arbeiten bezahlt, nicht fürs Schwätzen. Also los, Mädchen. Entschuldigung, Mr. McKinnon. Bibliothek, nach dem Abendessen. Vielleicht erhalte ich endlich ein paar Antworten. Wenn der alte Mann, den ich gesehen habe, wirklich mein Großvater Edward war, dann muss der Junge... Ich muss herausfinden, ob ich wirklich ihn gesehen habe. So kann ich es leichter mitnehmen. Der Junge, er muss es sein. Ich bin mir sicher, aber ich brauche Beweise. Vielleicht stehen die Namen auf der Rückseite. Großvater Edward. Genau wie er gestern Abend aussah. Meine Familie. Und doch sind sie mir fremd. Lady Margaret. Sie sieht glücklich aus. Schwer, sie sich heute so lächelnd vorzustellen. Der Junge. Wie konnte er Edward so reizen, dass er ihn die Treppe hinunterstieß? Was ist das? Es sieht aus, als wäre es mit Blut gemalt.
Egal, was ich Miss Crennan gesagt habe, so etwas wie diese Visionen habe ich noch nie zuvor erlebt. Und sie werden immer schlimmer. Das werde ich morgen definitiv anwerfen. Wenn der alte Mann, den ich gesehen habe, wirklich mein Großvater Ed... Lady Margaret? Ja, David? Ich habe im anderen Zimmer ein altes Foto von einem Jungen gesehen. Etwas sagt mir, dass sie nicht begeistert wäre, dass ich es in meiner Tasche herumtrage. Das wurde 1894 aufgenommen. Der kleine Johnny, dein Vater. Sie können sich an das genaue Jahr erinnern? Es ist so eine Sache, wenn man in mein Alter kommt. Man kann sich an Dinge erinnern, die Jahrzehnte zurückliegen. Aber nicht daran, was es zum Frühstück gab. Das mag für andere gelten. Wer, wenn ich fragen darf, sind die anderen auf dem Bild? Das sind deine Tante Clara und deine selige Urgroßmutter. Die letzte wahre Gräfin von Scarndhouse. Und mein lieber Edward natürlich. Ich habe gesehen, dass Vater eine Narbe im Gesicht hatte. Wie ist das passiert? Vielleicht fiel er aus einem Baum. Ich erinnere mich nicht. Aber dein Vater war ein ungeschicktes Kind. Du erinnerst dich nicht. Aber an das Datum, an dem das Foto gemacht wurde, schon. Ich darf mich zurückziehen, Lady Margaret. Du darfst.
endlich ein wenig frische Luft. Master David. Sie haben erkannt, dass ich es bin? Am Geräusch der Schritte. Ich kenne den Gang von jedem hier. Wirklich unglaublich. Ja, das ist es wohl, Jungchen, das ist es wohl. Ich höre besser als die meisten. Sehe mehr als die meisten. Vater hatte auch so einen Werkzeugkasten. Damals, als er noch Dinge im Haus repariert hat. Als Sie darüber sprachen, was meinem Vater angetan wurde, was meinten Sie da? Er hätte nicht zurückkommen sollen. Man kann nicht durchmachen, was er als Kind erlebt hat, ohne krank zu werden. Dann wurde er also zu Recht eingewiesen. Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Bevor du überlegst, hier Wurzeln zu schlagen, solltest du bedenken, was das Gift an diesem Ort mit deinem Vater gemacht hat. Verstehst du? Nein, nicht wirklich. Wenn du erlaubst, diese Tür repariert sich nicht von selbst. Ich lasse sie dann mal in Ruhe. Ich verstehe, wieso Rory diesen Ort mag. Dieser Anblick beruhigt selbst die aufgewühlteste Seele. Ein recht stabiles Boot, wenn man Vertrauen in sein Schwimmvermögen hat.
habe ich schon mal gesehen. Auf dem Gemälde. Das ist das Grab, das ich in dem Wachtraum, wenn man es so nennen kann, gesehen habe. Das Grab, in dem mein Vater als Junge etwas vergraben hat. Wer liegt hier begraben? Wenn ich nur... Ah, diese Ranken sind zu dicht. Offenbar ist niemand übrig, der um die Toten trauert oder ihre Gräber versorgt. Ah, mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Andrew wird den Schlüssel haben, aber ich will nicht bis zu seiner Rückkehr warten. Ah, mit einem Vorhänge... Rorys Werkzeuge. Hammer, Handsäge, Bolzenschneider. Alles etwas rostig, aber in gutem Zustand. Rorys... Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel für die Kapelle, oder? Hab seit Jahren keinen Fuß da reingesetzt und hab auch nicht vor, das zu tun. Das heißt dann wohl nein. Der Friedhof... Ist das ein Familiengrab? Ei, egal wie mächtig. Am Ende landen alle Gordons dort. Aufmunternder Gedanke. Eine Schande, dass uns die Mittel fehlen, uns ordentlich um die Gräber zu kümmern. Wozu der Aufwand? Sind doch bloß Knochen und Nahrung für die Würmer. Dürfte ich mir Ihren Bolzenschneider leihen? Vielleicht, wenn ich weiß, wozu du ihn brauchst. Die Gräber. Ich würde sie gern säubern, um ihnen den gebührenden Respekt zu erweisen. Ist das wahr? Wieso das denn? Es ist meine Familie. Sie verdienen es, nicht vergessen zu werden. Na gut, Jungchen. Nimm ihn ruhig selbst, ja? Besser. Cecilia Shaw, geborene Gordon. Tante Cecilia. Wollen wir doch mal sehen, ob hier wirklich etwas vergraben ist. Noch ein Teil des Schlossmodells. Blut. Aber wessen? Blut. Aber wessen? Wie hätte ich wissen können, dass hier etwas vergraben ist?
Ich kann mich nicht erinnern, dass Vater mir je etwas über dieses Grab erzählt hätte. Vater muss dieses Modellteil der Kapelle als Kind aus gutem Grund hier vergraben haben. Aber wieso? Und wessen Blut ist daran? Ich hoffe, du hast deinen Frieden gefunden. Warst du krank, wie alle sagen, oder Opfer dieses Fluchs der Gordons? Was es auch sein mag, ich fürchte, du hast es mitunter an mich vererbt. Dies ist die Chronik der Familie Gordon. Niedergeschrieben von Sir Drummond Gordon im Jahre unseres Herrn 1413. Örtliche Legenden erzählen, dass dieses besondere Tal seit jeher besiedelt ist. Geheimnisvolle, kunstvoll gemeißelte Steine der Pikten sind ein zeitloser Beweis dafür. Die Einheimischen scheinen stolz auf den Rat zu sein, den sie Besuchern gern mit auf den Weg geben. Reisender, hüte dich! Die Keltenvölker kamen an diesen Ort wie eine mächtige Bestie und brachten die Blutlinien mit sich, aus denen schließlich der Gordon-Clan hervorgehen sollte. Mit ihrer überlegenen Zahl, ihren Kenntnissen und Kriegsmaschinen konnten sie die primitiven Pikten schnell unterwerfen. Mit sich brachten sie auch ihre Religion und ihre Druidenpriester. Die Magie, die diese weisen Männer nutzten, formte dieses Land für immer, sichtbar bis zum heutigen Tag. Es heißt, dass die immerwährende Bürde, die unsere Familie trägt, aus jenen Tagen stammt. Es ist wohl dokumentiert, wie das Römische Reich daran scheiterte, die wilden Schotten zu zähmen, dass sie sogar eine Mauer errichteten, um ihr mächtiges Reich zu schützen. Nur selten wird jedoch die Wahrheit hinter ihrer Niederlage erzählt. Unsere Vorfahren beschworen uralte Mächte, um ihnen zum Sieg zu verhelfen. Mächte, die der schwache menschliche Geist nicht vollends begreifen kann. Diese Hilfe war schrecklich teuer erkauft. Eine bis heute offene Schuld. Ein Preis, den wir zahlen werden, bis der letzte Gordon zu Staub zerfallen ist. Über die Jahrhunderte machten wir Gordons uns das Land untertan. Andere verneigten sich vor uns, und wir bewahrten die Geheimnisse von Skahandu, die Geheimnisse des Black Mirror. Selbst als Tragödien und Wahnsinn an unseren Grundfesten zehrten, hielten wir Stand und führten das Land durch heimtückische Angriffe der Engländer und noch schlimmere Plagen. Im Laufe der Zeit wurden die Gordons eins mit dem Land. Diese Pergamentrolle wurde herausgerissen. Es scheint nur noch eine Art Familienschwur übrig zu sein. In Blut sind wir gebunden an das Land, das wir schützen. An die Wahrheiten, die wir allein verbergen. Ich werde mein Leben opfern,
um meinen Clan vor Leid zu bewahren. Ich werde meinen Geist opfern, um die Finsternis zu bannen. In Blut sind wir gebunden, bis zum Tage der Abrechnung. Woher kommt diese Kälte? Fühlt sich so der Wahnsinn an? Das kann nicht real sein. Das hier sieht aus wie der Grund eines Sees. Was willst du mir zeigen? Sondern irgendein schweres Objekt, um sich nach unten zu ziehen. Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Thank you.